Erstmal voll fressen. Achso, ich hab Snacks und so, oder? Ja, ich nicht. Ich brauch noch Snacks und so, oder? Ich brauch. Oh, Koffer wären ganz gut hier so. Also beim Flugzeug, wo du abgestürzt bist, da lang. Ja, hab ich ja. Aber da haben wir ihn ja gleich weggejagt. Oh. Was ist denn das für ein schneller Dreck ist da vorne? Du kannst einfach Shift drücken beim Schwimmen, dann schwimmst hab du ich gemacht. Als wie die. Rock Music! Bin gerade am gucken, ob ich euch einen Stein an den Kopf schmeißen kann. Mayo? Wir sind nette Menschen. Drück in die Base. Back to the Base. Ich hab Julian knapp verfehlt, scheiße. Jetzt hier, ja, hier. Wie craftet man denn nochmal einen Bogen? James, du hattest doch schon mal einen. Mit einem Seil und einem Stick irgendwie. Hier diese Pflanzen, wenn ich die klein hacke, brauche ich da nur drüber laufen, der droppt die Nein, automatisch, musst, ne? Musst du immer alles aufhören. Nee, gar nicht. Die Blätter nimmt der automatisch auf. Blätter sind gut. Essen. Essen. Cool, die sind voll die coolen Pflanzen. Da kann ich meinen Heilpraktiker da raushängen lassen. Fünf hat Praktiker damit zu tun. Der Josh hat Forestmedizin studiert. Ja, genau. Komm, Jatak, wir nehmen mal ein bisschen Holz mit. Praktiker dürfen wir jetzt ja sagen, weil es da keine Firma mehr. Gibt's ja nicht mehr. Mayo steht am Baum und was macht Mayo da? Mayo fällt den Baum. Ach du, ich hab gedacht, der lässt morgendliche Geschäft seinen Lauf. Indem man mit einer Axt auf den Baum einschlägt? Hikori. Oh, ja, ich Vogel. Weiß ja nicht, wie Josh Bäume fällt, aber ist schon, passt schon irgendwie, Josh. Also ich hole mir gerade, ich bin der Medizinmann. Du holst dir gerade? Ja, ich hole mir gerade. Ich hab dann Substanzen, wenn ihr schlecht fühlt, wenn ihr euch... Parkt mal unser Auto da wieder, wo das hingehört. Er hat das Auto schon wieder mitgenommen. Oh, hier sind noch ein paar Pflänzchen, die ich mitnehme. Sicher ist sicher. Und ein paar Sticks. Braucht noch jemand Sticks? Ja, du kannst halt nur 10 mitnehmen, es wäre immer ganz gut, welche dabei zu haben. James! Hm? Was denn? Nix, alles gut. Was hat er denn jetzt? Julian, geht's dir gut? Der wird dich so töten. Warum? Ach, nix, alles gut. Nee, nicht töten, ich hab gerade wieder Energie gesammelt. Nee, nicht töten. Nicht jemand dich. Du jemanden. Nee. Oh, Survival. Kommt mal schnell hier rein, weil hier ist Kannibale draußen. Survival durch. Mayo. Mach auf! Wo ist denn der hin? Der ist weg. Survival durch? Kommst du von unten? Kaninchen. Josh. Ich jage gerade Kaninchen. Ich bin gerade einkaufen. James hört Musik. Bei Mutter Natur. Einkaufen. Bei Edeka. Nee, bei Mutter Natur. Survival. Machen wir jetzt heute auch noch was Produktives? Ja, ich sammle Essen. Ich bin produktiv. Mit das andere Flasche. Alter Finne. Ich habe gerade voll das Essen des Todes hier. Also ja. Ja, brauch ich mal einkaufen gehen. Ja. Du, Josh, diese blauen Beeren, ne, die sind super. Ja. Tatsache, kann ich bestätigen, die sind lecker. Es sind keine mehr da. Ja, ist doch nicht schlimm. Die ist ja jeder für sich selber auf, das ist auch guck mal, James. Wo sind denn die Türen überhaupt? Guck mal hier, Knüppel aus dem Sack. Da, wo die Stämme weiter nach oben gucken. Ah, hier. Ja. Hast du fein gemacht. So, kann ich den jetzt irgendwo reinpieksen? Ja. Nein. Der Jatak wollte wissen, wie man... Hast du toll gemacht, Mario. So, jetzt muss ich... Wie macht ihr mein Buch auf? Mit Babybook? Ja, mit Babybook. So. Food and Water. Water Collector. Oh, guck mal, da ist sogar ein Leselämpchen dran, ja. Ich mach mir mal nebenbei auf dem Handy eine Seite auf. Mit den Crafting-Rezepten, ja? Aber cool. die stehen doch da drin im Prinzip. Aber nicht für den Bogen. So, also wer Hunger hat, ich bin mal so nett und nicht für Sachen, die du tu mal was für die Gemeinschaft. Basic Survival Tutorial. Aha. Jo, guck, Thomas, guck.
Thomas, guck einmal. Thomas, guck einmal. Der hier liegt, hier hängt frisches, lecker Essen. Ey, wer schlägt? Mayo. Na, gar nicht aber wahr. Gammelt das dann nicht? Wenn da gammeliges Essen hängt. Die Feuer- und Blättersachen sind schneller aufgebraucht hier. Mayo. Ja, haut mal rein, da kann ich was kochen. Hüpf doch mal übers Feuer. Ja, Moment. Da im Feuer liegt Essen. Du hast Essen. Hätte er jetzt nicht gedacht. Nee. Hätte mich jetzt gefreut, wenn es anders gewesen wäre. Ich hab gerade dein Essen genommen. Ja, ja, ist okay, ihr könnt. Ich hab ja für die Gemeinschaft eingekauft. Warum kann ich hier nicht? Der Josh wird mal ein guter Versorger. Oh, ich hab Marie Gold. Ich hab Marin Gold. Was mach ich denn damit? Habe ich einen Pool oder sowas, dann kann man sich auch mal sauber machen, weil ich bin ja, schon hier wieder so die so drei so Schildkrötenpanzer. Ja, die habe ich aber gerade, ich habe den dritten gerade aufgestellt, die sind alle leer. Hast du leer gesoffen? Ich habe nur eine leer gesoffen. Unter welchem Punkt sind denn die Schildkrötenpanzer? Food and Water. Also Jatak. Ja, bitte. Bogen. Ja. Machst du ein Stick? Yep. Ein Close, ein Rope. Ah, Stick. Cloth, Rope. Wie kann ich denn das Zeug aus dem Lagerfeuer einfach einsammeln und inventarisieren, ohne dass er es direkt isst? Was denn? Was er jetzt? Gebratenes Essen. Das kann man nur, glaube ich, direkt essen, oder? Funktioniert das? Ich glaube auch, dass man es direkt essen kann. Stick, Cloth, Rope. Ich krieg nicht mal dieses Kombinier-Wheel in der Mitte. Nämlich auch nicht. Aber kann sein, dass es daran liegt, dass ich schon einen habe. Ich hab auch keinen. Nee, ihr müsst erst Stick und Clove machen, um den irgendwann... Alter, was ist denn hier los? Dann umwickelt der den Stock. Ja, und dann brauchst du aber noch ein... Du brauchst ja noch ein Seil dazu, um den Bogen zu craften. Stick und Clove ist nämlich nur eine Fackel. Danke. Ah, guck mal. Ich hab jetzt Stick, Seil und Clove und ich hab einen Bogen. Wie hast du das gemacht? Also du nimmst einen Stick. Ja. Seil. Ja. Und Bogen. Und Clove. Ja, der Teil, den ich aber auch hier genommen, das funktioniert aber nicht. Ja, dann hast du wahrscheinlich schon einen Bogen, Julian. Der ist rechts. Ja. Links oben in der Ecke an dem Rucksack lehnt der. Ach, Tatsache. Ja, dann geht's nämlich nicht Bei mir geht das nämlich auch nicht, weil ich schon einen hab. Ja, und wie mache ich jetzt Pfeile? Oh, guck mal, ich kann sogar zielen. Ich kann dem James voll einen in die Fresse ballern. Ich werde es aber nicht tun. Ich habe nur keine Pfeile, ne? Die musst du auch noch craften mit Cloth und, oder mit Feather und irgendwie. Und so. Und Sticks oder was? Ja. Oh. Also nehme ich mir einfach einen Stick und Cloth, ja? Ja, in etwa, ja. Oh, wir haben einen Rabbit Cage. Den könnten wir bauen. Aber Mario, die bringt der Bogen nicht viel, wenn du keine Pfeile hast. Ja, deswegen will ich ja gerade Pfeile machen, aber geht irgendwie nicht. Pfeile? Ja. Ich bin voll. Ein Stick und fünf Federn. Ich habe gar keine Federn. Ja, musst du Vögel fangen. Ja. Das habe ich in der letzten Session gemacht. Da bin ich hin und her gerade Vogel. Vogel! Kann man Sachen austauschen, so Elemente aus dem Inventar? Ich glaube, man kann nichts droppen, ne, dass der andere das aufnehmen kann. Das wäre ganz schön. Weil ich hätte nämlich Federn und. Nee, das kann man leider nicht. Muss der Mario selber machen, oder was? Muss der Mario selber machen. Was für die Dinge halt schnell voll werden, diese komischen Steinteile. Heftig. Rabbit Fur. Deplatziert, auch so. Lizardskin, Kochtopf. Nein. Skulls. Alter, ist das mit dem Vogel! Rock. Kein Wunder zieht das hier drin so. Oh, ich hab Zähne. Warum habe ich Zähne? Vogel und ganz viel Wind. Zähne? Ja. Nicht Julian, da. Nein, Vogel, komm her, du Du Zähne? Ich wollte gerade dein böses Wort sagen, auch mit V. Hast du deine Zähne? Ist das wie bei einem tollen Spiel, in dem man Bus fährt? Ich hab Zähne im Mund. Inventar. So, machen wir jetzt mal was Produktives. Ja, ich würde sagen, der symbolische Startschuss zum Interessanten. Feuer brennt. Werden wir alle sterben. Ja. Ich würde sagen, was machen wir? Gehen wir in die Hülle von Muschikos Gaulupelheinz, ja? Also ich habe da ein paar Sachen. Ja, weißt du noch, wo die ist?
Nee. Aufgehangen. Ja, siehste, wir suchen uns einfach eine neue Höhle. Jo, hey, da wäre Essen, wenn jemand Hunger hat. Mario ist sehr baumüberflutet. Au! Mario? Jetzt hängt er kein Essen mehr. Mario? Ja? Wenn du Bäume fällst, musst du vorher über das Walkie-Talkie Baumfeld schreien. Ja, das ist, Tradition. Ach und so. Tipp für Idioten, Bäume nie in Richtung des Lagers fällen. Richtig, weil die Bäume können nämlich auf den Zaun drauf fallen und dann können die nämlich kaputt machen. So, wie und kann ich denn... Idiot hat die Falle hier ausgelöst. Ich? Wie kann ich die denn neu spannen? Auf so das Fallsymbol gucken und E drin. So, ich zeig dir das nochmal. Alter, das ist nicht schnell. Hui. Kann ich ihn da reinjagen, den Rabbit? Guckst du direkt vor dir, ist das Gitter. Da ist dieser Drehpfeil. Genau. Halt, James ist ein Penner. Komisches Herzchen. Hui! Henry! Haha, schneller. Will jemand mit Reh fangen? Ja, wo denn? Wo denn? Wo ist Josh? Ich hab's einmal gedingst. Ich will einen Vogel! Ich will einen Vogel! Nee, du kriegst ein Reh. Da ist ein Vogel! Schlechtes Wetter. Oh. Ich hab ein Reh getötet. Wo ist denn die Gewitteroma? Ich schlag das die ganze Zeit an, aber es tut halt nichts. Wo ist denn die Gewitteroma, wenn man sie mal braucht? In Neuss ist die. Achso. Julian, ich kann die nicht neu aufstellen. Ich habe hier das E, aber es klingelt nichts. Doch, direkt unten auf das Gitter gucken. Ich sehe das E vor mir, aber wenn ich E drücke, passiert nichts. Da ist ein Kaninchen! Komm her, du Kanickel! Bleib mal stehen. Ja, weil der scheiß Stein im Weg liegt, das ist das Problem jetzt gerade. Ich hab nämlich das auch das Problem. Kackreh! Dieses scheiß Kaninchen! Jetzt! So gehört sich das. Und jetzt wird das Fell abgezogen. Ich hab ein Kaninchen. Na. Den Kopf. Irgendjemand? Was? Nee, danke. Ich hab auch einen Rehkopf. Ich schmeiß den hier gerade mal ins Feuer. Will jemand einen Hasenschad? Ich hab einen Kaninchenkopf. Will das jemand? Ja, Tag. Ja, es gibt doch Leute, die essen gehören. Die Steine sind weg. Es geht trotzdem nicht. Welcher Idiot hat denn das Essen auf dem Feuer liegen lassen? Das ist verkohlt. Ja, Kohle. Unser Chefkoch. Ja, ich hab neues Essen geholt. Ich hab gedacht, ihr wollt was essen. Kinder. Verkohlt das wirklich oder ist das essbar? Ja, das ist schwarz. Du kannst es noch essen, aber das ist verkohlt. Snack. Kann ich das irgendwie rausdingsen, also dass das wieder weg ist? Nee, du kannst es nur essen jetzt. Dann ess mal fleißig. Ja, ich hab grad schon eins davon gegessen, hat trotzdem gut geschmeckt, Josh, hast du fein gemacht. Ja, lecker, gell? Ja. So nur Rostaromen sind das. Ja, richtig, das sind Räucheraromen. Oh, ja, die sind zwar ungesund auf Dauer, aber gut, probiert mal. Esst euch alle voll. Ja, aber ich hab ja offene Tür oder was? Jetzt ist da Wasser in den Dingern. Ich bin voll gefressen, voll gesoffen. Ich hab übrigens noch einen hingestellt, weil wir können niemals genug Krötenschädel, lecker. Schildkrötenschädel haben. Bitte dieses Wasserding da auf dem Boden. Das ist aber, so mag ich mein Essen. Ach, schwarz. Das sieht so creepy aus. Das Reh sieht so creepy aus von hier. Der hat dich gerade gelobt, der Mario. Das Mario. Außerdem, warum macht ihr den Kram denn auf das Feuer? Hängt das doch lieber hier auf. Nee. Aber gekocht schmeckt immer noch am besten. Ja, eben. So komisches gepökeltes Trockenfleisch ist auch ungesund. Ey. Ja, kann man das dann mitnehmen, wenn man das hier ranhängt oder nicht? Ja. Dann hänge ich da mal Essen dran. Ich hab nämlich ganz viel Essen. Heiß. Guck mal, kann das sogar in Reihe. Das ist ja geil. Heiß. Kann das hier jetzt nicht wirklich verbrannt? Ja. Gut. Was ist denn hier schön? Da kann man Knochen reintun. Ja, tue ich da mal Knochen rein. 30 Minuten nichts getan, jetzt geht's los. Ja, wir haben Essen gefunden. Ja, wir warten mal, bis das Essen getrocknet ist, dann können wir das mitnehmen. Das regnet, das trocknet nicht. Doch, schon mal, wenn ich außerdem, wenn das einmal da dran hängt, dann kannst du ja nur noch fressen, dann kannst du das nicht mehr mitnehmen. Doch, ich hab doch gerade was abgemacht. Ja, aber dann war es wahrscheinlich noch roh. Du Zigeuner, nimmst meine rohen noch nicht. Nee, geht nicht. Es liegt hier auch nicht in meinem Inventar. Kannst du nur essen? Das ist voll die Essensverschwendung. Was macht die Person, die da gerade runterkniet? Ist das Joshua? Joshua, das bin ich. Kniest du unter dem Essen?
Ja, ich würze es von unten mit meinem eigenen. Jetzt habe ich das Essen im jetzt habe ich das Essen im Inventar. Jetzt ja, aber es ist wahrscheinlich immer noch nicht essbar. Jetzt esse ich. So, komm, wir werden jetzt mal produktiv. Ja, auf geht's. Genau. Hülle suchen. Ist das Essen essbar? Nee, es ist immer noch roh. Nehmen wir Fisch noch mit. Ja, aber wir können zur Not ja in der Höhle oder so ein Feuer machen. Kann man eigentlich Wasser mitnehmen? Nehmt irgendwie euch alle Sticks mit. Wir haben, Nee, wir nehmen auf dem Weg Sticks mit. Ja, nein, Mario, du kannst kein Wasser mitnehmen. Du kannst, du hast Soda vom Flugzeugabsturz. Nee, ich hab kein Soda mehr. Echt? Liegt das einfach so da? Ja. Ich hab aber kein Soda mehr, egal.